In Sevilla haben die Feierlichkeiten anlässlich der ersten Weltumsegelung vor 500 Jahren begonnen. 3 Jahre später glückte die Mission und lieferte den endgültigen Beweis dafür, dass die Erde eine Kugel ist. 5 Schiffe brachen am 10. August unter dem Kommando von Ferdinand Magellan von Sevilla aus auf, um über die Westroute die Gewürzinseln zu erreichen. Dort wollten die Spanier vor allem eins: Pfeffer und andere wertvolle Gewürze nach Spanien zurückbringen. Zunächst segelte die Flotte unter der Führung des Portugiesen Richtung Südamerika, von wo aus sie den südlichsten Zipfel des Kontinents umrundete. Über die Meerenge, die noch heute seinen Namen trägt, gelangten die Seefahrer in den stillen Ozean und erreichten schließlich die Philippinen. Dort starb Magellan einen tragischen Tod, als er die Insel Mactan erobern wollte. Seine Mission führte der Spanier Juan Sebastian Elcano fort und lief am 6. September 1522 mit dem letzten fahrtüchtigen Schiff und 18 Mann an Bord wieder in den Hafen von Sanlúcar ein. Der spanische Vizeadmiral Ignacio Orcada misst der ersten geglückten Weltumsegelung die gleiche Bedeutung bei wie dem Internet im 21. Jahrhundert. Spanien und Portugal begehen das runde Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen, die bis 2022 fortgesetzt werden sollen.